Hey Mann, Männer, die mit 30, 35, 40 oder noch älter noch nie wirklich eine Beziehung hatten, die wissen vier entscheidende Dinge nicht. Und in diesem Video kläre ich dich darüber auf. Hey, hier ist der Sven von Männlichkeitsstärken und dieses Video ist nicht nur für Männer von über 30 oder ab über 30, sondern auch ich hätte dieses Video damals gebraucht, als ich 20 Jahre zum Beispiel alt war. Weil damals wusste ich all das, was ich dir hier sagen werde, nicht. Und es hat dafür gesorgt, dass ich noch nie eine Beziehung hatte, dass ich wirklich schlecht mit Frauen war und auch generell mein Leben echt nicht so gut auf die Reihe bekommen habe. Ich habe es dann irgendwann gelernt und dabei habe ich zum Beispiel auch gelernt, dass ja, vielleicht wäre damals in meiner Studentenzeit, in meiner Schulzeit der beste Zeitpunkt gewesen, das zu lernen, aber der zweitbeste Zeitpunkt ist jetzt. Und das ist immer wichtig, weißt du, wenn du jetzt 40 bist und dein Beziehungsleben echt am Arsch ist und wirklich dein Erfolg mit Frauen schwierig ist, dann ja, du hättest in der Vergangenheit eine Menge anders machen können. Ohne Frage, aber sorge dafür, dass du das nicht in 10 Jahren wieder sagst. Und auf eine Sache würde ich dich deswegen aufmerksam machen. Ich habe ungefähr roundabout 1000 Männer in den letzten 10 Jahren in diesem Feld Flirten, Beziehung, Dating gecoacht. Und mir ist aufgefallen, dass es zwei Strategien gibt, auf die es dabei vor allem ankommt. Und über diese zwei Strategien mache ich einen Zoom, ein kostenfreies Zoom. Am 12.05. 19:30 Uhr geht's los. Ich werde ungefähr eine Stunde brauchen, dir die beiden Strategien zu erklären. Dann mache ich 30 Minuten Marketing, weil wir machen einen neuen Kurs und der ist ziemlich geil. Und danach gibt es den Raum für offene Fragestellung. Das heißt, du kannst mir einfach deine Fragen stellen. Das Ding ist komplett kostenlos. Unter diesem Video findest du einen Link, um dich anzumelden. Und jetzt lass uns mal zu diesen wichtigen Punkten kommen. Erstens. Sie wissen nicht, dass etwas mit ihnen zu tun hat. Und das trifft wahrscheinlich nicht auf dich zu, weil sonst würdest du dieses Video hier nicht anschauen. Ich habe vor kurzem ein Mädel kennengelernt und der habe ich erklärt, was ich beruflich mache. Und sie meinte sofort zu mir so: Boah, ich habe da einen richtig guten Freund, mit dem musst du dich mal unterhalten. Der ist jetzt schon fast 40, hat noch nie in seinem Leben wahrscheinlich Sex gehabt, hat nie eine Freundin und der kommt einfach irgendwie nicht aus seinem Sumpf heraus. Der meckert ständig darüber, wie doof doch die Welt ist und warum alle es irgendwie böse mit ihm meinen. Und genau das ist der Punkt. Dein Erfolg mit Frauen ist eins zu eins ein Spiegel deiner inneren Einstellung, deiner Glaubenssätze, deiner Werte und der Art und Weise, wie du emotional mit dir umgehst. Wenn du das nicht weißt, bist du voll in der Projektion. Bist du voll, ja, die Frauen in Deutschland, die sind ja so und so und deswegen habe ich keinen Erfolg bei Frauen. Als ob alle Frauen in Deutschland irgendwie total irre sind. Sind sie nicht? Es gibt so viele tolle Frauen in Deutschland, wirklich. Oder du bist in so einer abwartenden Haltung. Du bist so, ja, boah, meine Oma hat damals gesagt, jeder Topf findet schon seinen Deckel. Irgendwann wird das mir auch passieren. Das Erste, was du wissen musst, wenn du noch nie eine Beziehung hattest, das liegt, du bist nicht schuld, aber es liegt in deiner Verantwortung. Zweitens, sie wissen nicht, dass man das ändern kann. Weißt du, jeder Mensch auf diesem Planeten war einmal komplett beziehungsunfähig. Ich sehe das an meinem Sohn, der ist 2,5 Jahre alt und der wird über die nächsten Jahre und Jahrzehnte lernen, sich besser zu fühlen, klarere Grenzen zu setzen, besser zu kommunizieren und damit mehr und mehr beziehungsfähig zu werden. Und einige von uns, die hatten einfach Pech, Pech mit der Lebenssituation, Pech mit den Eltern, die sie bekommen haben und haben die eine oder andere Abzweigung nicht genommen, um diese Entwicklungsschritte zu machen. Aber das ist gar kein Problem, das kann man nämlich nachholen. Und es braucht nicht Jahrzehnte, um das nachzuholen. Ich habe auch genug Beispiele, dass das auch gut funktionieren kann und schnell funktionieren kann. Ja, du kannst deine Traumata von damals aufarbeiten. Du kannst lernen, ein guter Verführer zu werden. Auch mit 30, auch mit 40. Danach wird es ein bisschen komplizierter, einiges komplizierter. Aber auch machbar. Ja, du kannst lernen, richtig guten Sex zu haben und auch richtig guten Sex für die Frau zu haben. Das ist gar nicht so schwer, wenn man mal die Zeit und die Energie da rein investiert. Und ja, du kannst lernen, eine wunderbare Beziehung zu führen, eine Familie zu haben und es vielleicht sogar besser zu machen, als deine Eltern es mit dir gemacht haben.
das funktioniert. Und du musst das wissen, dass das, was du jetzt hast in deinem Leben, wenn du jemand bist, der noch keine Beziehung hatte, dass das morgen nicht so bleiben muss. Drittens, sie wissen nicht, wie schön eine Beziehung ist. Ja, sie wissen nicht, wie schön es ist, nach Hause zu kommen und von seiner Frau empfangen zu werden und erstmal eine Umarmung und einen Kuss zu bekommen. Sie wissen nicht, wie schön es ist, über Jahre hinweg tiefe Gespräche zu führen, Intimitäten zu äußern, ehrlich zu sein, sich zu schämen, sich zu streiten und all das zu erleben, was so eine Beziehung mit sich bringt, neben dem geilen göttlichen Sex zum Beispiel. Sie wissen das nicht. Und jeder von euch, der das schon mal erlebt hat, der dann wieder Single ist, der weiß, okay, ich bin jetzt Single. Ist kacke, fühlt sich scheiße an, du bist vielleicht auch ein Jahr in der Depression. Also da kenne ich wirklich Leute, die sind so lange in der Depression deswegen. Aber dann haben sie abgespeichert in sich so, ey Mann, das war so schön, das würde ich wieder haben. Und deswegen sind sie bereit, die Zeit und die Energie rein zu investieren, weil sie wissen, sie bekommen so viel zurück. Männer, die noch nie eine Beziehung hatten, die wissen nicht, wie schön das ist. Sie haben eine Idee von, ja, das könnte schon ganz cool sein und ah ja, und ich wünsche es mir. Aber sie wissen einfach nicht, wie einfach und schön und boah, ich kann es gar nicht beschreiben, ich kann es nur fühlen, das alles ist. Und deswegen nehmen sie nicht die Energie und auch vielleicht auch das Geld in die Hand, mal daran wirklich was zu ändern. Viertens, sie wissen nicht, dass es Frauen gibt, die eine Beziehung mit ihnen wollen. Viele Männer, die keine Beziehungserfahrung haben und schon langsam anfangen, ein bisschen älter zu werden, denken sich, oh mein Gott, keine Frau wird mich mehr wollen. Sie haben diese Vorstellung von dieser Frau, die auf dem Podest ist. Unendlich toll, schon ganz viel Beziehungserfahrung. Und was will die denn mit ein? Und ja, diese Frauen gibt es. Und es gibt viele Frauen, die haben Beziehungserfahrung. Und wenn du als Kerl hinkommst mit 40, der sagt, ich hatte noch nie eine Beziehung, die sagen dann so, nee, du, komm, lass mal. Das stimmt, das ist eine Realität, die ist anzuerkennen. Und es gibt viele Frauen, die, wenn du denen dann entgegenkommst und sagst, hey, ich habe echt die letzten Jahre keine Beziehung gehabt. Und ich habe dieses Thema nie wirklich angegangen und ich habe immer weggeguckt, habe mich um meinen Job und alles andere gekümmert, aber nicht darum. Und dann habe ich angefangen, wirklich daran zu arbeiten. Ich habe mein Traumata dahinter aufgearbeitet. Ich habe wirklich herausgefunden, woran das liegt. Und ich habe jetzt so Lust auf eine Beziehung. Ich bin so voller Neugierde und Energie, dich kennenzulernen. Dann gibt es Frauen, die sagen, boah geil, endlich mal ein Mann, der es ernst meint. Oder die sagen, boah geil, ich hatte auch noch nie so wirklich eine gute Beziehung. Endlich mal ein Mann, der mich dann auch versteht. Du brauchst doch nicht zu glauben, dass es Frauen nicht ähnlich geht. Ja, der Anteil der einsamen Männer ist größer, ohne Frage. Aber da draußen gibt es so viele Frauen und ich kenne genug Geschichten, genug Beispiele, die mit dir eine Beziehung haben wollen. Und in diesem Sinne, hab die Freiheit, das anzuerkennen, sei geil und sei Mann.